Servus Leute, wie geht's euch? Ich bin's wieder, Rolle Mingwanz, und ich heiße euch heute alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftseroberung. Heute wollen wir uns diese Festung mal reinziehen und mal gucken, was die so auf dem Kasten hat. Es ist wieder eine Festung von unserem lieben Fadenmann. Grüße gehen an dich raus, mein Freund. Heute, ja, es ist soweit, ne? Und ich bin mal gespannt, was hier sich da entwickelt hat. Denn ein kurzes Vorwort. Der Fadenmann und auch unser lieber Fingo, alias Fingo Shadow of Mordor? War das richtig? Ich hoffe, dass das richtig war. Und den Shadow of Fingo, genau, Shadow of Fingo, haben gemeinsam einige Projekte gemacht mit Uruks, um daraus auch krasse Verschnitte zu fahren. Und ich habe die auch gesehen auf Discord und so. Und teilweise muss man echt sagen, das reicht schon fast an den PC heran. Gut, am PC ist nochmal eine andere. Nochmal eine andere Geschichte, aber wir gucken uns das mal an. Das ist jetzt selbst gefarmt alles. Und so, dann schauen wir uns das mal an. So, einmal haben wir Krackhorn, den großen. Erste Mal, man beachte, es ist eine Maschine. Das bedeutet, es muss sich hierbei um einen Maschinenverschnitt handeln. Erstmal, das ist ein absolut gepanzerter Bully, der Kerl. Und was richtig geil ist, man sieht die Texturfehler hier in lila. Auch nicht schlecht, habe ich bis jetzt auch noch nicht so gesehen. Da sieht man, wie die. Ich glaube, das ist die Rüstung von der Maschine, die durchschimmert. Voll geil. Ja, das ist ein Maschinenverschnitt. Nice one. Hatten wir bis jetzt. Hatten wir das schon mal? Ich glaube nicht. Ne. Aber geil, ey. Ah, da freue ich mich schon drauf, den Kopf abzuhacken. Das wird geil. Dann haben wir einmal eine Schwarzklinge. Und guckt euch das mal an. Das ist nicht zu fassen. Es ist eine Schwarzklinge. Eine Schwarzklinge ist an sich schon relativ selten. Die kommen nicht so häufig vor, diese Jungs. Aber guckt euch das mal an. Das muss ein Verschnitt sein von der Pest. Erstmal voll geil. Ich finde halt die Kombination mit der Kapuze finde ich halt extrem geil. Und dann halt, dass es auf die schwarze Klinge geht. Was ich noch persönlich, aber dafür könnt ihr nichts. Was ich noch geiler gefunden hätte, wenn das Spiel dann tatsächlich so cool gewesen wäre und hingegangen wäre und dann tatsächlich auch noch das Gesicht, sag ich jetzt mal, auch noch schwarz gelassen hätte. So, und nicht, dass es dann halt, dass dann der Kopf dann so separat ist, sag ich jetzt mal. Aber trotzdem an sich voll geil, episch erstmal, voll nice. Es fängt an, sehr, sehr geil zu werden. Wird sehr, sehr geil. Dann haben wir einen unantastbaren. Wir sehen hier wieder die Texturfehler durch Lila. Und ja, ich glaube, da brauche ich nicht ganz zu sagen, was das hier für ein Verschnitt ist. Es ist ein Verschnitt, weil ansonsten würde der heißen, der Fliegen. Und halt auch, das erkennt man auch daran, dass dann auch, halt auch diese Texturüberschläge drin sind. Erst einmal aber voll geil. Oh, das Grün finde ich natürlich, sieht auch, das ist auch schön. So ein schönes Grün noch dazu. Und der ist ja fast rot, der ist ja fast purple, voll nice. Das wird richtig geil, ich sage euch eins, wenn man die in Aktion sieht, das wird richtig gut. Das wird richtig gut. Dann haben wir noch eine Flamme des Krieges. Ja, what the fuck? Das ist jetzt halt auch wieder so Next-Level-Shit. Guckt euch das mal an. Das ist einfach eine Flamme des Krieges, gefarmt aus einem Maschinenverschnitt. Man sieht den Kopf, man sieht den Körper. Es ist komplett mit Texturfehlern übersehen. Voll nice. Aber man sieht am Schädel, sieht man tatsächlich dann auch die Brandflecke. Also es ist. Ich fände es halt auch geil, wenn es so generell so wäre, dass tatsächlich die Brandflecke bei der Maschine noch mit dabei sind. Sag mal, Alter, was hat denn der hier alles? Guckt euch das mal an. Luga, der Nachtbringer. Ach du Scheiße. Also, erstmal, es ist ein. Ah, das ist so. Guck mal hier. Hier hat sogar der Texturfehler so weit gereicht, dass sogar dass das Maschinengesicht sich sogar zurückgebildet hat und ein komplett neues Gesicht, sage ich jetzt mal, freigegeben hat. Mit komplett neuen Narben. Guckt euch das mal an. Das sieht richtig geil aus. Guck mal hier, da sieht man fast auf den Knochen runter. Das gibt ihm nochmal richtig einen Kick und es sieht auch fast so aus, als wäre das gewollt. Das ist nice. Das ist wirklich nice, Leute. Also, ohne Scheiß. Wer hier abschaltet, ist selber schuld. Das wird richtig gut. Ich sage euch, das wird richtig geil, Leute, wenn wir mit denen aufeinandertreffen. In Real Life sehen die ja immer noch ein bisschen anders aus. Hier haben wir auch noch einen schönen. Pass mal auf. Wir haben hier einen Maschinen. Schwarzklingen. Oder Todesklingen. Todesklingen. Zweigesichtigen Verschnitt. Gebt euch das mal. Das als unantastbarer. Leute, was geht ab eigentlich? What the fuck?
Man muss natürlich sagen, es muss ursprünglich ein zweigesichtigen Verschnitt, glaube ich, gewesen sein. Und aus dem, und der hat sich dann in eine Todesklinge, sage ich jetzt mal, weil der Helm und die Waffe. Und dann ist der Fadenmann nochmal hingegangen und hat nochmal eine Schippe oben drauf gesetzt und hat den zur Maschine gemacht. Digga, was geht ab eigentlich? Und dann haben wir nur Tuhorn, die Flamme des Krieges. Vor dem brauchen wir uns bis jetzt noch nicht in die Hosen zu scheißen, denn das ist nicht die gefährliche Tuhorn, die Flamme des Krieges. Also der ist auch gefährlich, aber läuft, ne? Wieder eine Flamme des Krieges, auch als Maschinenverschnitt. Und als zweigesichtigen Verschnitt. Gebt euch das einfach mal. Ihr müsst es euch auf der Zunge zergehen lassen. Flamme des Krieges, zweigesichtig und Maschine. Das muss eine dritte Generations Uruk sogar sein. Das heißt, angefangen wurde hier mit einem zweigesichtigen. Aus dem wurde dann einer rauskristallisiert, den man zur Maschine gemacht hat. Das heißt, dann hat er einen zweigesichtigen Maschinenverschnitt. Aus diesem zweigesichtigen Maschinenverschnitt, der daraus entstanden ist, wurde eine Flamme des Krieges gemacht und das kommt dabei raus. Und das Beste ist, keine Texturenfehler sogar noch dabei. Ich meine, ich habe nichts absolut jetzt nichts dagegen. Ich finde es halt extrem geil. Und sowas, Leute, kommt nicht häufig vor und ich denke, da hauen wir jetzt mal richtig auf die Kacke. So, jetzt haben wir Bock, jetzt gibt's richtig auf die Kacke, jetzt. Volles Ohr, es wird richtig, richtig geil. Und jetzt auf keinen Fall vergessen, wir müssen das Armeemenü vorstellen. Das müssen wir jetzt hier auf jeden Fall machen. Das darf ich jetzt hier nicht vergessen, wie es bei mir so häufig passiert. Ich meine, es ist immer verschwendetes Potenzial, aber dafür könnte man mich wirklich, mir könnte man wirklich das Todesurteil eigentlich reinräumen. Ja moin. Direkt der erste Dusch der Mörder, ein Fliegenverschnitt, voll geil. Es ist so krank, wie das aussieht teilweise, wirklich. Es ist hart. Es ist wirklich hart, man muss es wirklich sagen. Und da ist es auch scheißegal, wie die Statistik ist. Es sieht einfach nur geil aus, Leute. Was haben wir hier noch? Ein Sippenschlechter auch mit am Start. Na, läuft. Ist das, könnte es? Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Drei-Generations-Uruk. Alter, wie das aussieht. Und es sieht fast schon gewollt aus. Es sieht einfach nur geil aus, wirklich. Der sieht nochmal richtig geil aus. Pass mal auf. Also, angefangen. Also persönlich kann es jetzt die Maschine als auch die Pest gewesen sein. Ich gehe jetzt mal von der Pest eher aus, weil es gibt immer eher eine Maschine als eine Pest. Und dann, daraus wurde dann die Maschine gemacht und dann am Ende kam dann nochmal der Sippenschlechter oben drauf. Was extrem geil ist. So drei Generations-Uruks. Alter, was da Arbeit dahinter steckt. Und geilen Kessel lecker. Geil. Also ich muss natürlich jetzt mal ganz ehrlich sagen, Kessellecker ist immer geil. Da ist jetzt auch noch ein Kessellecker mit so einem Sackgesicht drauf. Erinnert mich ein bisschen an Texas Chainsaw Massacre. Voll geil. Sieht auch einfach, das sieht wie gewollt aus. Voll nice. Ein König der Uruks. Ein fetter König der Uruks. Dann haben wir eine Olrog, die Flamme des Krieges. Warte mal, so kurz, da muss doch ein Nekromant dabei. Der ist kein Nekromant. Aber das ist auch nicht was. Das muss mal früher ein Bemalte gewesen sein. Man erkennt es an den lilanen Streifen, die er da hat. Außerdem würde ich sogar so weit hingehen. Oder das Auge. Na, vom Auge sehe ich es jetzt nicht gerade. Ich hätte jetzt sogar fast schon gesagt, es könnte auch ein Gespenst sein. Ist es aber, glaube ich, gar nicht. Ist ja auch was. Dann haben wir jetzt nochmal Puck, die Maschine. Mit am Start. Auch mit vielen Texturfehlern, sage ich jetzt mal. Ist ein Gaune. Guck mal hier. Da hat der Fadenmann sich schon fürs nächste Mal schon um was aufgehoben, ne? Sehr, sehr geil. Das wird richtig nice. Ich bin mal gespannt, was für Texturfehler wir dann vielleicht in Real Life sehen werden bei denen. Real Life in Anführungsstrichen, Virtual Real Life, weil es ist immer ein bisschen was anderes, wenn wir hier sie sehen, als dann anders. Dieses Grün, ich finde das so geil, dass es so häufig vorkommt, ne? Und dann auch noch, guck mal hier, guck mal hier, wie viele. Das erinnert mich an The Last of Us, Mann. Das Spiel war geil. Ah, und mal cool, guck mal hier, der Gürtel begrenzt das Lila, ne? Sau nice. Ah, wie cool. Und nochmal, da hängen sogar die Ohren raus. Super, sehr, sehr cool wird das. Horza, die Maschine mit am Start. Zweigesichtige Maschinenverschnitt. So läuft's, ne? So kann's gehen. Alter Vater, Junge. Also zweigesichtige wurde zur Maschine gefahren. Dann haben wir noch einen Angsthasen mit dabei, so ein kleiner Hosenscheißer, ne?
Ein Fliegenverschnitt und mal gucken. Ja, na, da hat er die Klaue auch noch. Nice. Gut möglich, dass er die nachträglich dazu bekommen hat, wenn der Fadenmann ihn umgebracht hat. Ich gehe mal stark davon aus, es ist ein Fliegenverschnitt. Der Fadenmann hat sich häufig mit ihm angelegt. Der ist abgehauen und dann hat der Fadenmann irgendwie den Arm abgeschlagen und dann hat er halt dann halt hier das Ärmchen da gekriegt. Auch sehr geil, weil es ist nämlich kein. Es muss nachträglich sein, weil ansonsten wäre da noch eine Hand. Noch dazu. So, was haben wir hier noch? Einen Messerstecher. Ja, jawohl. Geiler wäre es natürlich, wenn der jetzt noch zwei Schwerter hätte. Aber was soll's. Ich finde natürlich die Brust, also die Schulterplatten erstmal extrem geil. Ne? Das Gesamtpaket von dem Jungen ist auch geil. Warum ist das geil? Weil sich das Scheißgesicht geil an den Körper anfügt. Und das sieht super cool aus, ohne Scheiß. Es ist nicht so abgedroschen, sage ich jetzt mal, teilweise wie viele andere. Und das macht ihn, glaube ich, sogar noch mal ein Stück weit geiler, sogar teilweise noch. Absolut sind hier auch super Uruks dabei und ich freue mich auch über die Verschnitte. Aber manchmal muss ich echt sagen, wenn es dann auch noch sich so richtig einfügt, dann hat es auch noch mal was. Dann könnte man fast davon ausgehen, das kriegst du, die laufen dir einfach so über den Weg. Was haben wir denn hier? Dusch, Nachtbringer. Aber der hat doch schon mal einen Nachtbringer gehabt. Auch mit so einer Hackfresse. Jawohl, so muss das, ne? Und hier fügt sich das Gesicht auch gut ein. Alter, das Gesicht, das kann auch nur eine Mutter lieben. Lecco mio. Ich glaube, ich sage heute richtig viel Leck mich am Arsch. Hier haben wir auch noch ein Schwarzherz, den wir als Maschinenverschnitt. Wir sehen die Texturfehler. Sieht natürlich auch geil aus, ne? Die sind ja schon so richtig lila. Man könnte doch beinahe eine lila Festung daraus machen. So, ansonsten sehe ich bis jetzt noch keinen, den wir jetzt noch nicht uns angeschaut hätten. Und dann denke ich, hauen wir auch jetzt direkt auf die Kacke. Wir müssen die ganze Festung sehen. Wir müssen die ganze Festung sehen. So, scheiß auf die Waldstachel, ich nehme den Turm. Also es wird geil. Also ich sage euch eins, hier kann ich euch echt versprechen, sowas habe ich bis jetzt auch noch nicht gehabt. Also das ist schon echt, also das ist Goat Mode. Das ist nicht einfach nur Goat, Greatest of All Time, das ist Goat Mode. Das ist absolut geile Scheiße, wirklich. Gib ihm! Komm her, du Sau. Und bei sowas hat man richtig Bock, dann was zu machen, ohne Scheiß. Ich meine, letzter Zeit habe ich auch immer mehr Bock, wieder die Festung anzugreifen. Das wird richtig geil, ich sag's euch, Leute. Ich freue mir ein Ast hier. Jawohl, und er schwätzt mit uns. Der Trottel, die ich heute töten muss. Und ich lass die anderen elf ungern warten. Alles klar. Wartet mal kurz. Ich gehe jetzt mal kurz in den Fotomodus rein. Das sieht jetzt natürlich sehr, sehr geil aus. Wir machen mal das UHD aus. Braucht kein Mensch. Hier sehen wir ihn. Also genießt jetzt einfach mal das. Ich weiß, das Video wird extrem lang heute, aber das ist mir das wert. Und hier sehen wir es. Das schwarze Gesicht wurde übernommen. Und es sieht einfach nur geil aus. Und hier haben wir die anderen. Der guckt ein bisschen verstört. Aber was soll's, saugut. Ich glaube, ich werde heute den Fotomodus häufig anschalten. Ich hoffe, damit habt ihr kein Problem. Weil ich muss einfach mal sagen, das muss man genießen. Das muss man einfach genießen. Ich sage euch jetzt mal eins. Das nenne ich Hall of Fame. Absolut. Da reicht schon nicht mal die Hall of Fame. Das geht auch schon in Richtung in Hall of Gods, ey. Ohne Scheiß. Und wenn man natürlich mit denen auch noch mal mit den allen schwätzen, dann ist es natürlich auch noch mal ein Stückchen geiler, ne? Weil dann haben wir alle noch mal mehr davon. Und es wird immer besser, sage ich euch. Du willst dich zurückziehen, kannst mich mal am Arsch lecken, ey. Moment, ich muss erstmal den Häuptling abstechen. So endet die schwarze Klinge. Leute, das ist einfach nur geil gerade. Ohne Scheiß. Voll der Hammer. Ah, Freunde. Das ist einfach nur brutal. Und ich hoffe, jetzt lassen sich nicht welche dadurch abschrecken. Aber ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, ey, sowas zu toppen, das wird schwer. Das ist schon echt. Also. Es ist so viel Liebe da drin und so. Es ist einfach nur krass. Es ist einfach nur krass. Ich sag's euch ohne Scheiß, ohne Flachs. Es ist einfach nur geil.
Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich daraus zwei Videos sogar schon mache, damit wir auch genügend Zeit haben und so. Oder wir machen ein richtig, richtig langes. Ich glaube, wir machen ein richtig langes. Scheiß auf die Renderzeit. Wirklich scheiß auf die Renderzeit. Das muss man sich einfach nur gönnen. Ohne Kack. Das sind wirklich Saurons Creme de la Creme, die hier aufgetischt wurden. Es ist zu geil. Es ist einfach nur zu geil. Und die eine Sau will wirklich abhauen. Will der mich eigentlich verarschen? Gut, dann den Kriegertod kriegt dann halt der hier. Es sieht zu cool aus. Ja, aber vorher tue ich das mit dir. Leute. Leute. Es ist zu krass. Es ist zu krass. Es ist einfach zu geil. Ich hoffe, ihr fühlt es gerade genauso wie ich. Alter. Und wenn nicht, dann tut es mir leid, dass ich die ganze Zeit hier wie ein Idiot hier diese Festung einfach feier. Das ist... Alter! So, jetzt machen wir uns mal hier mit dem Karagor Beintraining. So muss das. Oh, scheiße. Oh, genau den richtigen erwischt. So ein Scheiß. Aber ich glaube... Nee, kein Standpunkt. Es war kein Standpunkt. Sagen wir es mal so. Es war leider kein Standpunkt. Jetzt sehe ich die endlich mal aus der Nähe. Leute, das ist ein Dings. Das ist ein legendärer Maschinenverschnitt. Die sich gegenseitig umbringen, was auch geil ist, wenn man es natürlich genau nimmt. Das ist sehr cool. Ich versuche gerade in den Fotomodus zu wechseln, Leute. Ja, perfekt. Ich habe den Fotomodus. Das müssen wir uns jetzt hier kurz mal angucken. Es ist halt ein bisschen schade, dass es so dunkel ist. Aber ich denke, damit kommen wir auch noch zurecht. Wir gucken den jetzt mal kurz von oben an. Da ist er. Das ist der, den ich auf jeden Fall richtig nice finde. Sehr geil. Ich meine, finde die alle nice. Also jeder an und für sich ist hier wirklich eine Legende. Ohne Scheiß. Da liegt ein Karagor-Kopf. Da liegt der einer am Boden. Hier haben wir den legendären Maschinenverschnitt. Voll nice. Also es ist zu krass. Es ist wirklich zu krass. Was teilweise hier auf der PS4 auch möglich ist. Ich hätte daran niemals geglaubt, Leute. Nie im Leben hätte ich daran geglaubt. Hier haben wir auch noch den einen, der ein bisschen etwas unspektakulärer aussieht, aber trotzdem nice, Mann. Einfach nur nice. Und wenn man schon mal ganz davon ausgeht, dass einer schon... Also wenn schon so einer etwas unspektakulärer aussieht. Leute, was geht hier eigentlich ab? Was ohne Scheiß, das sind ja gar keine Grenzen mehr gesetzt, so langsam bald. Was alles möglich ist schon. Wahnsinn! Und dass wir den töten, das freut mich jetzt gerade richtig. Nett, dass der mir hier durch die Lappen geht. Was ein geiler Scheiß! Was ein geile Scheiße, wirklich. Richtig, richtig gut. Es ist ein Genuss, Leute. Es ist wirklich ein Genuss. Puck die Maschine. Die Maschine hat entschieden. Obwohl die Ohren. Sie ist ein. Du kannst die Maschine nicht aufhalten. Die Ohren, woher kenne ich die Ohren? Ist das ein Maschine? Also ist das ursprünglich mal ein Dings gewesen, ein Fliegen? Ich kann es mir vorstellen, bei dem. Es wird passen. Es wird zu den anderen passen. Jawohl, zerfleischen. So. Das ist zu krank. Du schneidest mein Fleisch und es wird zu Metall. Du reinigst mich. What the fuck? Der stecht jetzt ins Herz. Da schneide ich wenigstens nicht das Fleisch. So, einmal so. Und weiter jetzt. Ich stech sie ab. Wo sind die anderen? Wo hast du nur deine Kumpels gelassen, Alter? What the fuck? Oh, das ist ne Dings. Das ist eine Flamme des Krieges. Absolut, definitiv.
Scheiße. Hä? Okay. Wow! Der hat, glaube ich, seine anderen Kollegen umgebracht. Auch nicht schlecht. Zuka, die Flamme des Krieges. Es sieht zu krank aus und teilweise sind ja auch die Arme verbrannt. Es ist einfach nur, es ergibt halt sau viel Sinn teilweise, ne? Wir dürfen nicht zu lange immer verweilen, sonst sterben uns die weg. Und es wäre fatal, ohne Scheiß. Es wäre wirklich fatal. Bewegt euch, ihr faulen Hunde. Wir haben noch viel zu tun. Hi. Oh, scheißen Dreck. Haha. Hi. Oh, geil, der Nachtbringer. Sehen, wie jemand gehäutet wird? Oh, wie du weinen wirst, bevor du stirbst. Was kranke Scheiße, was ne kranke Scheiße. Ey, was eine Freakshow hier teilweise. Was ne Freakshow. Wir gönnen uns. Scheiße, oh, leck mich am Arsch. Wir müssen uns gönnen. Gönnung, bitte. Haha. Wir wollen uns hier gönnen, bitte. Da ist er hier, sogar in brennend, Leute. Sau nice. Wahnsinn, ey. Ohne Scheiß. Was ein geiler Kack. Wirklich. Was für eine geile Scheiße. Brutal. Seht es euch an. Gönnt's euch. Gönnt es euch. Genießt es. Sowas sieht man so schnell nicht wieder, ohne Scheiß. Deshalb muss man es genießen. Wahnsinn, ey. Es ist so krass. Es ist so krass. Es ist wirklich so krass. Und man muss sich mal überlegen, was für Arbeit bei sowas dahinter steckt. Erste Mal überhaupt die richtigen Orks zu finden. Das erfordert schon. Ich bin tot. Bitte nicht, hör auf. Nein, nein. Oh Gott sei Dank. Ja, klar, kein Thema. Das ist kein Thema. Alter, der hat mich gedemütigt. Gott sei Dank. Ich habe echt gedacht, jetzt sterbe ich. Das wäre jetzt fatal gewesen, Leute. Ich hätte echt jetzt, dann hätte ich echt geheult, glaube ich. Dann hätte ich fast geheult. Auch nicht übel. Wir müssen jetzt mal kurz hier hoch. Ich brauche ein paar Pfeile, weil ich habe leider nicht mehr so viel. Also ich habe jetzt gerade ziemlich viel Leben verloren. So, der kriegst jetzt auch noch eine. Okay, läuft, ne? Scheiße. Wow! Das war knapp. Okay, die Gunst der Stunde muss ich jetzt nutzen. Ansonsten sterben die Drecksäcke von mir. So, schnell, 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 schnell. Lass mich doch mal in Ruhe. Ronk, der Waffenschmied. Ei, scheiße. Stirb, du Hund! So, so aber schon. Wird dich mit Freude abschlachten. Okay. So, einmal ins Herzchen. Nein. Dann tut's weh. So. Einmal so, einmal so und zack und zack und zack und hoch und nieder und ab dafür.
Setz da unten los. Wieso ist denn der hier unten erzürnt? Jawohl, scheiße. Der hat mich jetzt erwischt. Scheiße, scheiße, scheiße. Na kacke. So. Zack, weg ist er. Bleib nah bei mir, mein Schatz. Ich will deinen Atem spüren. Nee, danke. Und rüber ab, so wie sie es gehört, ne? Gemäß der Prophezeiung wurde ihm der Kopf abgeschlagen, ne? Hui, hoch hier, jawohl. Yippie, yippie. Da hat es jetzt dicke Bums gegeben. Nimm das! Was geht denn da jetzt ab? Wieso sterben die jetzt da ohne? Die schlachten sich schon wieder dort gegenseitig ab, ne? Ist eigentlich aus Azkrom geworden? Das weiß ich auch nicht. Oder ist das der Erzürnte dort unten? Wahrscheinlich ist das Azkrom. Ja, natürlich ist das Azkrom. Wer auch sonst. Wenn einer auf die Leute einschlägt, dann ist es Azkrom. Wir müssen so langsam mal echt diese Hütte aufmachen, das gibt's ja nicht. So, wir gönnen uns natürlich. Leute, wir müssen uns diese Gönnung geben. So, was haben wir hier? Hier haben, das muss der Angsthase sein. Hier haben wir noch einen Maschinen, da haben wir den Maschinenverschnitt. Sehr geil. Ich finde natürlich der Dings, der Schulterpanzer, der wird sich sogar eigentlich ganz gut sogar da drauf machen, ne? Auf der Maschinenrüstung da. Und hier haben wir den zweigesichtigen Tod, also die Todesklinge aus den zwei oder unantastbaren aus zweigesichtigen und Maschine. Also es ist geil, ne? Alter, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wollt ihr mich lachsen oder was? Wir müssen das anders machen, weil die lassen ihre zerstörerische Wut an sich selbst gegenseitig aus. Beziehungsweise der gute Azkrom macht es hier an unserem Kamerad hier. Dementsprechend müssen wir nur einen Weg finden. Wartet mal kurz, ich hole jetzt einfach mal den Kauk her. Komm her! Und öffnen das scheiß Tor. So, das gibt's nicht. Der hat ihn jetzt schon wieder verprügelt. Vorsicht! Heilige Scheiße, was hat denn? Der hat's mit euch, ne? So, auf geht's. Alter, der hat's direkt den nächsten erwischt. What the fuck geht hier eigentlich ab? What the fuck? So, das Video geht schon über eine halbe Stunde. What the fuck? Und wir sind so gerade mal so im Innenhof. Ja moin, die bringen sich natürlich gegenseitig jetzt um. Das finde ich jetzt extrem scheiße eigentlich. Komm schon! Stirb, du Hund! Boah! Okay, ja. Das ist schön. Hey!
sorge dafür. Das Schwarzherz. So. Den nächsten niedergemetzelt. Weißt du, wer ich bin, Made? Der Zorn von Sauron selbst wird dich heimsuchen. Ich glaube, Sauron weiß nicht mal, wer du bist. Rübe ab. Okay, wurscht jetzt. Azgrom, du bist ein kleiner Aggro. So, das geht gut, das geht gut durch. Oh, Alter, das ist ja zündisch, einfach alles läuft. Niemals! Der Kessellecker. Krass, da ist er. Ich kann es nicht erwarten zu sehen, wie du dich vor Schmerz windest. Junge, was für eine Festung. Ja, moin, Dankeschön, der hat einen Hinrichtungskonter drauf. Ich bedanke mir. Mann, geht mir doch nicht auf den Sack, ihr Scheiße. Oh, na geil. Krieg ich gerade nochmal eine. Yep, jetzt. Keine Gefangenen. Es gibt keine Überlebenden. So, der Suppentopf ist angeheizt, Männer. Ah, ist das nicht schön? Ist das nicht geil? So. Das ist eine Beleidigung für Mordor. Das ist dein Gesicht auch. Zerreißen ist Pflicht und Vergnügen. Zu schade, dass ich beides nicht erfüllen wird. Da ist er. Junge, bei dem ist noch am wenigsten Textprobleme. Also, wie heißt Texturenprobleme? Das muss man ganz ehrlich sagen, von den Maschinen her fast. Die so eine Richtung von den Maschinen verschnitten. Weil die Rüstung halt von so einem Brecher halt sehr präsent ist. Und dadurch, denke ich jetzt mal, lässt die sich leichter auch an die, übertüncht die leichter die Maschine. Boah, scheiße, mit Sessen. Oh oh. Jawohl, ja moin. Für so einen Brecher ist der ganz schön schnell unterwegs. Ah, für die Lemming waren es nur das Beste vom Besten, ne? Gucken Sie uns nochmal an hier. Da steht er, der Oberherr. Und neben ihm seine Leibwächter. Die Säcke. Oh, da holt einer zu einem. Der möchte einer mit Gift schmeißen. Auch nicht schlecht. Und der hier mit dem Pfeil. Hey, der guckt. Auch nicht schlecht. Alles ausnutzen. Alter, was soll denn das? Jetzt kriege ich noch eine Kopfnuss. Scheiße. Boah, die sind stark. Die sind stark.
gehe ich denn am besten mit denen um? Erstmal die althergebrachte Methode, ne? Scheißen Dreck. Scheiße! Scheiß mir ins Essen! Du meinst auch, dass es funktioniert bei mir, ne? So, einmal hoch hier. Das könnte ein etwas längeres Match werden. Aber auch das schaffen wir. Oh, da ist wohl jemand nicht feuerfest, hä? Na, wenn das so ist... Jawohl. Kriegen wir gerade, geben wir gerade hier Saures. Was hast du da gemacht, du Sau? Hey! Da bist du ja. Darauf habe ich gewartet. Schön. What the fuck? Ich will, dass sich dein Gesicht windet vor unsäglicher Qual. Alles klar. Mehrere Brecher. Meine Fresse, das gibt's ja nicht. Oh krass, der eine ist fast tot. Und ich auch. Haben wir was gemeinsam. Warte mal kurz, wir machen es anders. Boah, shit, 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 shit. Ich habe jetzt halt dickes Problem. Ich jetzt gerade kein... doch, ich hab Pfeile. Ich muss die auch richtig einsetzen. Also der Waffenschmied, der hält gut gegen die aus. Aber wir brauchen ein bisschen Verstärkung, das geht nicht anders. Oder? Nee, der wird beschämt. So. Schlag weiter. Nein, scheiß mir ins Essen. Du siehst aus, als müsstest du mal durchatmen. Dann hol mal tief Luft. Bist du bereit? Ach du Scheiße. Da ist auch noch angepasst. Kacke. Hau nochmal ganz fest drauf. Das wirst du schön sein lassen, Freundchen. Das war knapp. Donnerlittchen hier. Nimm das, du Schwein! Jawohl, voll erwischt.
Ich würde mal sagen, so eine schöne Beschämung ist auch für dich drin. Junge, 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 was eine kranke Festung. Absolut. Oh, scheiße. So ein Mist. Wow, was ich denn jetzt hab? Oh, der ist verdammt. Der ist gerade an seiner eigenen Waffe verreckt. Der ist gerade in der Luft gestorben. Läuft gerade zu meinem Sprung und ein Herzinfarkt. Auch nicht schlecht. Oh, krass. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, lasst ein Like, Bewertung, Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Alter, das war eine kranke Schlacht. Das war brutal. Das war heftig. Das war nicht ohne. Es hat Spaß gemacht, ihr Lieben. Also dann, haut rein, bleibt dabei, macht's gut, bis zum nächsten Mal, eure Lemmingwanze. Grüße gehen an dich raus, Fadenmann. Respekt auf ganzer Linie. Ciao.